Es ist besser, sich mit nicht mehr zu rüsten, als man braucht. Ein Leben, eine Pflicht. Pflichten kann man vergessen. Ja, das gegenüber einem Kunari das Problem ist. Ich führe jetzt ein Gespräch, das... Es ist ziemlich schwierig, mit einem Kunari auf einer Wellenlänge zu sein, denn die Ansichten der Kunari unterscheiden sich von den Menschen von Ferelden oder auch von unseren extrem. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie einfacher sind, teilweise vielleicht. Wie man es eben gerade schon gehört hat, ein Bauer ist ein Bauer. Warum sollte ein Bauer irgendetwas anderes sein? Er würde immer ein Bauer bleiben, der nur zu etwas anderem geworden ist. Oder einen anderen Job angenommen hat, aber rein theoretisch ist er immer Bauer. Also diese Denkweise von den Kunari, die kriegt man nur schwer durchstoßen und ich weiß auch gar nicht, ob ich es will, denn ich persönlich habe in keinem Dragon Age Spiel jemals einen unzufriedenen Kunari kennengelernt. Also irgendwas scheint ja so richtig zu machen untereinander. Gut, er wollte sterben. Das ist vielleicht ein Grund. aber ich glaube ja nicht, weil er mit den Kunari an sich unzufrieden ist. Ich würde an sich auch gerne wissen, warum er das getan hat, was er getan hat. Aber dazu kommen wir mit Sicherheit noch. Ich möchte ihn jetzt auf jeden Fall nicht in seinem Glauben, in seinen Traditionen irgendwie kritisieren. Glaubt ihr nicht, dass Zufriedenheit wichtig ist? Ja. Ein Leben, eine Pflicht. Ja, rein theoretisch, ja, eigentlich ist es wahr. Wollen wir weitergehen? Ihr klingt ein wenig, als hättet ihr Heimweh. Ich wollte mit euch über etwas sprechen. Gibt es überhaupt etwas, das ihr an Ferelden mögt? Es gibt hier interessantes Essen. Ihr habt da diese Speise... In der Sprache der Kunari gibt es kein Wort dafür. Ein kleines Gebäck, wie Brot, aber süß und krümelig. Kekse? Ja. Derartige Speisen haben wir in unseren Ländern nicht. Das sollten wir ändern. Ich werde es mir merken. Er mag Kekse. Wollen wir weitergehen? Ihr klingt ein wenig, als hättet ihr Heimweh. Ja, ein bisschen schon. Ja, vielleicht. Es ist merkwürdig, unter anderen zu sein und eine Sprache zu hören, die nicht eure eigene ist. Das Gesichter glaub ich. Zu sehen, die eurem nicht ähneln. Ich vermisse die Gerüche von Seheron, Tee und Weihrauch und das Meer. Ferelden riecht nach nassen Hunden. Ihr habt den vergammelten Müll vergessen. So schlecht riechen Hunde gar nicht. Also es kommt drauf an. Ich hatte selber Hunde und die haben nie schlecht gerochen. Außer sie sind nass. Ja, dann riechen aber auch andere Tiere schlecht. Eigentlich riechen Hunde gar nicht so schlecht. Auch Stinktiere stören sich nicht am Geruch anderer Stinktiere. Wollen wir weitergehen? Können wir jetzt vielleicht über etwas sprechen, das du mal erwähnt hast? Sprecht. Nein, können wir nicht. Dann gehen wir. Dann schlage ich vor, dass wir weitergehen. Was habt ihr in diesem Käfig gemacht? Das finde ich eine ganz seltsame Frage, aber irgendwie interessiert mich die Antwort, weil Stan antwortet immer so auf ganz interessante Art und Weise. Also, was habt ihr in dem Käfig gemacht? Ist das wichtig? Also gut. Ich habe mich selbst eingesperrt. Ein schwacher Geist ist ein tödlicher Feind, wie ihr bestimmt wisst. Was meint ihr? Wollt ihr damit sagen, dass ihr euch selbst in den Käfig gesteckt habt? Ja, dadurch, dass er sich nicht gewehrt hat, hat er sich festnehmen lassen und damit meint er wahrscheinlich, er hat sich selbst in den Käfig gesteckt. Könnte ich mir jetzt vorstellen, so Kunari-Logik. Was genau ist denn geschehen? Ich kam mit 7 der Beresat, meinen Brüdern, in eure Länder, um Antworten auf die Verderbnis zu suchen. Wir sind ohne Zwischenfälle durch Ferelden gezogen und haben nichts von der Bedrohung gesehen, die wir beobachten sollten. Bis zu der Nacht, in der wir unser Lager außerhalb von Lothering aufgeschlagen haben. Sie kamen von überall. Aus der Erde unter uns und aus der Luft über uns. Die dunkle Brut entsprang sogar unseren eigenen Schatten. Ich habe gesehen, wie die letzte dieser Kreaturen fiel. Aber es war zu spät. Ich war besiegt. Ihr wurdet von ein paar der dunklen Brut besiegt, wie jämmerlich. Das ist ziemlich hart.
Das klingt wie das, was mir in Ostagar widerfahren ist. Ja, rein theoretisch. Aber was ist denn mit den anderen Kunari? Man hat mir gesagt, dass es keine weiteren Überlebenden gab. Ich weiß nicht, wie lange ich zwischen den Toten auf dem Schlachtfeld lag. Und auch nicht, wie die Bauern mich gefunden haben. Ich weiß nur, dass ich nicht mehr bei meinen Brüdern war, als ich erwachte. Und dass mein Schwert nicht mehr in meiner Hand lag. Ihr habt es vermutlich auf dem Schlachtfeld fallen lassen. Vielleicht. Ich habe danach gesucht. Und weil ich erfolglos war, habe ich meine Retter gefragt, was damit geschehen ist. Und dann? Ich habe sie erschlagen. Mit bloßen Händen. Ja. Ich wusste, dass sie das Schwert nicht hatten. Sie hatten keinen Grund, mich anzulügen. Ich geriet in Panik und habe sie niedergestreckt, ohne nachzudenken. Es ist nur ein Gegenstand. Naja, es kommt drauf an. Man weiß ja nicht, oder ich weiß jetzt nicht, inwiefern so ein Schwert, welchen... Erstens, ob es vielleicht einen emotionalen Wert hat, entweder für Kunari oder nur für ihn, woher er dieses Schwert hat. Oder ob er vielleicht ohne Schwert nicht zurückkehren kann. Vielleicht ist das ja das Problem. Das ist schrecklich. Ihr seid wegen eines verlorenen Schwertes in Panik geraten. Da machen wir uns fast über ihn lächerlich. Aber was wäre denn, wenn wir auf unserem Weg jetzt das Familienschwert verloren hätten? Oder wenn das Familienschwert eben wirklich in die Hände von... das Name mir gerade nicht mehr einfällt, gefallen wäre. Da wären wir wahrscheinlich auch nicht besonders glücklich. Das ist schrecklich. Ich weiß. Ich kann meine Taten nicht rechtfertigen. Meine Ehre ist verwirkt. Dieses Schwert wurde allein für meine Hand gefertigt. Ich habe es seit meiner Aufnahme bei den Beresat getragen und sollte es bis zu meinem Tod für mein Volk schwingen. Selbst wenn ich Ferelden und Tevinter unbewaffnet durchqueren und dem Arishok Bericht erstatten könnte, würden die Antam mich augenblicklich niederstrecken. Sie würden erkennen, dass ich ein Seelenloser bin, ein Deserteur. Kein Soldat würde sich von seiner Klinge trennen, solange er noch atmet. Ja, also, ja, er kann ohne Schwert nicht zurückkehren. Wenn ihr so leicht in Panik geratet, seid ihr vielleicht wirklich desertiert. Wie können eure Leute so etwas ernsthaft denken? Nun ja, es ist halt die Kunari-Denkweise. Solche Unfälle geschehen eben. Ja, da wird er sagen, sollten sie aber nicht. Könnt ihr nicht danach suchen? Wenn ich wüsste, wo ich suchen muss, läge es bereits wieder in meiner Hand. Ist das alles? Ihr wollt also nichts heute unternehmen? Nun, dann können wir wohl nichts tun. Naja, wir könnten fragen, wo habt ihr denn gegen die dunkle Brut gekämpft? Vielleicht können wir danach suchen. In der Nähe von Lothering. Ja, dann, wir können es finden. Also, wir können es zumindest versuchen. Auch wenn diese Worte leer sein sollten, danke ich euch dafür. Stan stimmt zu, plus 23. Wir haben uns nicht blöd angestellt in den Gesprächen. Denn da muss ich mal dazu sagen, das allererste Mal, als ich dieses Spiel gespielt habe, habe ich dieses Gespräch geführt und er hat mich danach gehasst. Ist wirklich so. Man kann es sich mit einem Kunari, da muss man wirklich vorsichtig sein, man kann es sich zumindest mit diesem Kunari extrem verscherzen. Und ich habe eben damals angefangen, seine Art und Weise zu kritisieren oder ständig zu hinterfragen, wo es eigentlich nichts zu hinterfragen gibt. Denn rein theoretisch, jede Rasse und jede Art hat nun mal ihren Glauben und ihre Lebensweise. Und sofern es die Lebensweisen der anderen nicht stark beeinträchtigt oder sogar schädigt oder, ich sag mal, wie jetzt in seiner Art, leider ist es passiert, Leben gefährdet oder Leben fordert, sollte jedem ermöglicht werden, seine Religion und seine Glaubensweise zu führen. Sofern es, wie gesagt, nicht auf Tote hinausläuft. Und das, ich war, boah, es ist, wann kam Dragon Age 1 raus? Ich weiß es nicht mehr. Es ist auf jeden Fall schon etwas länger her und ich war da noch etwas jünger und etwas naiver. Und ja, dann stellt man eben so typische Fragen, dass man anfängt, alles zu hinterfragen und denkt, das, was man selber denkt, wäre das Richtige. Was selten so ist. Es ist nicht immer das, was man selber für richtig hält oder, ja.
das ist nicht immer das Wahre oder das ultimative Richtige. Genau, das wollte ich mal sagen. Auf jeden Fall habe ich es mir damals mit ihm ziemlich verscherzt. Jetzt haben wir uns offensichtlich ganz gut angestellt. Ich glaube, plus 23 war gar nicht so schlecht. Und dann würde ich sagen, reden wir mal mit Liliana. Habe ich euch schon gesagt, dass mir eure Frisur sehr gefällt? Das ist nett. Mir gefällt deine Frisur auch. Meine Frisur? Nein, nicht, dass ich wüsste. Es sind nur Haare. Sie ist manchmal so widerspenstig. Ja, das ist sie wirklich. Meine Frisur? Danke. Sie ist hübsch und steht euch ausgezeichnet. Ganz einfach, nicht so übertrieben wie in Orlais, mit Blumen, Schleifchen und Edelsteinen. Einmal waren Federn groß in Mode und Lady Elise wollte alle anderen übertreffen, also trug sie lebendige Singvögel in ihrer ausladenden Haarpracht. Das Gezwitscher war eine Weile ganz lustig, aber wisst ihr, kleine, verängstigte Vögel müssen sich oftmals spontan entleeren. Oh, gütiger Erbauer. Arme Vögel, arme Lady Elise. Arme Vögel. Ja, sie waren nicht zu beneiden. Sie hat ihre Haare nie gewaschen. Aber eigentlich wollte ich euch ja ein Kompliment machen. Oh, verzeiht mir, ich bin manchmal so sprunghaft. Es ist nur so, dass ich rede einfach so gern mit euch. Es ist, als könnte ich euch alles sagen, ohne dass ihr den Stab über mir brecht. Mir gefällt, wie ihr einfach drauf losplaudert. Vielleicht sage ich es euch nur nicht. Könnte doch sein, ihr irrt euch. Für meinen Geschmack seid ihr viel zu frivol. Mir gefällt, wie er einfach so drauf losplaudert. Ich finde das eigentlich ganz witzig. Seht ihr? Das meinte ich. Es ist ein Genuss, mit euch zu reden. Ich habe mich schon lange nicht mehr jemandem so nahe gefühlt. Ich genieße eure Gesellschaft wirklich sehr. Ihr habt da wohl eine falsche Vorstellung. Stimmt, genug davon, reden wir noch ein wenig über meine Frisur. Ihr seid eine geschätzte Freundin. Wir kennen sie doch eigentlich noch gar nicht. Nur weil wir ihr ein tolles Geschenk gemacht haben. Die Laute, liebt sie uns? Was ist denn hier los? Ihr seid eine geschätzte Freundin. Freundin, Ausrufezeichen. Danke. Es ehrt mich, dass ihr das so seht. Okay, Liliana stimmt zu, plus 2. Speichern? Können wir nochmal mit ihr reden? Kann ich euch irgendwie helfen? Ich finde, ihr solltet gehen. Was macht jemand wie ihr in der Kirche von Lothering? Was soll das heißen, jemand wie ich? Naja, so, ihr könnt ganz schön gut mit Waffen umgehen. Ihr seht einfach nicht so aus, als gehört ihr in ein Kloster. Eine schöne, bezaubernde Frau eben. Scheinheilig und moralisierend, wie alle Heuchler der Kirche. Im Kloster lernt man aber doch nicht, wie man kämpft, oder? Glaubt ihr, ich wäre als Klosterschwester geboren worden? Die Kirche gibt allen Fürsorge und Zuflucht, die danach suchen. Ich habe beschlossen zu bleiben und meine Beteuerung abzulegen. Beteuerung? Weshalb suchtet ihr Zuflucht? Was habt ihr davor gemacht? Ich war eine reisende Bänkelsängerin in Orlais. Geschichten und Lieder waren mein Leben. Ich bin aufgetreten und erhielt dafür Beifall und etwas Geld. Und meine Fähigkeiten im Kampf? Nun, auf Reisen schnappt man eben das eine oder andere auf. Ist doch so. Ja, natürlich. Lasst uns weitergehen. Sie weicht uns aus und wir haben einen Kodex aktualisiert. Da können wir mal ganz kurz reingucken. Charaktere. Liliana. Eine Laienschwester der Kirche, die ausgebildete Söldner verprügeln kann, ist an sich schon bemerkenswert. Aber wenn sie auch noch behauptet, der Erbauer selbst habe sie in den Kampf gegen die dunkle Brut geschickt, dann ist das ziemlich ungewöhnlich, gelinde gesagt. Sie schloss sich Alistair und Seth hier in Lothering an und bestand darauf, dass sie sich als nützlich erweisen würde. Mit Liliana hat es mehr auf sich, als es in Lothering zunächst den Anschein hatte. Sie verbrachte den Großteil ihres Lebens als Bardin in Orlais, als Bänkelsängerin, Assassinin und Spionin im Dienste des Adels von Val Royeaux für dessen ausgeklügelten Ränkespiele. Morrigan? Was haben wir denn über Morrigan erfahren? Morrigans kritisches Auge ruht nicht nur auf anderen, ob es ihr bewusst ist oder nicht, aber sie schätzt Schmuck sehr und befasst sich intensiv mit ihrer äußeren Erscheinung. Sten. Die Inseln des Nordens sind weit entfernt. Dort gibt es dichte Dschungel mit Städten, die zu den außergewöhnlichsten zählen sollen, die je erbaut wurden. Das kennen wir schon. Der stoische Riese kennen wir auch.
Er war mit einer kleinen Gruppe von Kunari-Soldaten losgeschickt worden, um die Verderbnis auszukundschaften und dann Bericht zu erstatten. In der Nähe von Lothering wurden sie von dunkler Brut überfallen. Sie konnten sie zurückschlagen, aber nur Stan überlebte. Er lag im Sterben, als Bauern ihn fanden und mitnahmen. Als er aufwachte, allein und ohne Waffen, geriet er in Panik und tötete die gesamte Familie. Er erkannte, dass seine Ehre damit dahin war, wartete auf die Dorfbewohner und ergab sich in Erwartung seines Todes. Das ist so traurig eigentlich. Sophia Dryden. Das werde ich jetzt nicht auch noch lesen. Oh Moment, vielleicht sollten wir das mal als gelesen markieren. Vielleicht können wir sie noch was anderes fragen. Kann ich euch irgendwie helfen? Ich würde gerne mit euch reden. Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Es geht um eure Vision? Ja, richtig, sie hatte ja eine Vision. Warum habt ihr euch entschlossen, nach Ferelden zurückzukehren? Ihr wart eine reisende Bänkelsängerin. Kennt ihr ein paar gute Geschichten? Man munkelt, die Bänkelsänger aus Orlais waren häufig Spione. Wer sagt denn das? Na, weiß ich nicht mehr. Ich habe es in einem Geschichtsbuch gelesen. Ja, das ist wirklich so. Kam euch dabei nicht in den Sinn, dass es historische Fakten sein könnten, die heute nicht mehr gelten? Weiß ich nicht. Nicht alle Bänkelsänger sind Spione. Die meisten sind nur Sänger und Geschichtenerzähler. Aber einige sind das, was wir Barden nennen. Worin besteht der Unterschied? Viele glauben, Bänkelsänger und Barden wären dasselbe, aber zumindest in Orlais würde das zu Missverständnissen führen. Barden sind Bänkelsänger und mehr. Spione, wie ihr sagt. Manche behaupten, es gäbe einen Orden der Barden, aber das glaube ich nicht. Viele Barden arbeiten allein oder in kleinen Gruppen, für einen Auftraggeber, der sie bezahlt. Wenn dahinter eine Organisation steckt, weiß niemand, wie sie sich zusammensetzt. Spionieren Sie für Raiden aus? Stehen Sie nicht unter dem Befehl der Regierung? Welche Dienstleistung bietet ein Barde an? Was denkt ihr wohl? Einschleichen, stehlen, manchmal ein Mordanschlag. Kommt ganz auf den Barden an. In Orlais herrscht große Rivalität zwischen den Blaublütern. Sie streiten um Ländereien, Einfluss und die Gunst der Kaiserin. Aber das geschieht nicht öffentlich, weil es unhöflich wäre. Also lächeln sie stets in der Öffentlichkeit und geben sich friedlich. Insgeheim schmieden sie Intrigen, um einander zu vernichten. Es ist ein Spiel, das für alle außer den Beteiligten völlig ohne Bedeutung ist. Typisch. Das ist typisch. Ihr wisst eine ganze Menge über diese Barden. Ja, das allerdings. Ich wusste es, ihr seid mehr als eine unschuldige Klosterschwester. Ihr wart eine Bardin, richtig? Ich habe wohl zu viel verraten. Aber es ist gleichgültig, was ich einst war. Das ist Vergangenheit. Aber warum lebtet ihr in Ferelden als Klosterschwester? Ich wäre nie weggegangen. Da habt ihr also gelernt, so zu kämpfen. Also, warum lebtet ihr in Ferelden als Klosterschwester auf dem Land? Ich kam nach Ferelden und landete wegen schlechten Wetters in der Kirche. Und als der Sturm vorüber war, wollte ich einfach nicht mehr gehen. Ich sage gern, dass der Erbauer mich hergeführt hat. Das war's. Liliana! Kann ich euch irgendwie helfen? Könnt ihr mich zur Badin ausbilden? Können wir reden? Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Es geht da um eure Vision. Ich wusste, dass es dazu irgendwann kommen würde. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber ich hatte einen Traum. Es gab darin eine undurchdringliche Finsternis. Fast stofflich und sehr real. Und es gab ein Geräusch. Schrecklich und gottlos. Ich stand auf einem Gipfel und beobachtete, wie die Finsternis alles verschlang. Und als dieser Sturm den letzten Sonnenstrahl schluckte, da stürzte ich und die Finsternis zog mich hinein. Es ist also nur ein Traum. Warum sprecht ihr dann von einer Vision? Ihr habt von der Verderbnis geträumt? Das könnte sein, ja. Es hört sich ein bisschen so an. Wir fragen einfach mal und weiter. Als ich erwachte, ging ich in den Garten der Kirche wie immer. Aber an diesem Morgen blühte der Rosenbusch in der Ecke. Jeder wusste, dass der Busch tot war. Grau und verdreht und knorrig. Unfassbar hässlich. Und dennoch, da war eine einzelne, wunderschöne Rose.
Es war, als hätte der Erbauer seine Hand ausgestreckt und gesagt, selbst inmitten der Finsternis gibt es Hoffnung und Schönheit. Verzaget nicht. Und das ist nichts als Wunschdenken. Und deshalb wolltet ihr mir helfen? Habt ihr Stimmen gehört? Nein, bitte nicht wieder von Stimmen anfangen. Ich bin doch eh schon so Hellblade geschädigt. Euer Erbauer soll sich nicht in mein Leben einmischen. Euer Erbauer vor allem. Und deshalb wolltet ihr mir helfen? In meinem Traum stürzte ich. Vielleicht sprang ich auch. Ich würde alles tun, um die Verderbnis aufzuhalten. Ich weiß, wir können es schaffen. Es gibt so viele schöne Dinge in der Welt des Erbauers. Wie könnte ich untätig dabei sitzen, während die Verderbnis das alles verschlingt? Die Verderbnis ist die Strafe des Erbauers. Wollt ihr ihm abschwören? Ich könnte auch nicht untätig dabei sitzen. Die Kirche sagt, der Erbauer hätte uns verlassen. 1 und 3 ist rein theoretisch richtig. Beziehungsweise könnte ich so sagen. Aber 3... Ich fühle mich eher zu 3 hingezogen, denn selbst wenn wir jetzt nicht... Gut, wir sind eine Adelstochter und ich weiß nicht, ob die Information je so nah an uns heran... Doch, eigentlich schon. Wir wollten ja. Richtig. Unser Vater ist ja eigentlich oder wollte ja eigentlich auch losziehen, um sich der Schlacht anzuschließen gegen die Dunkle Brut. Und wir wollten ja mithelfen. Also eigentlich von Anfang an. Wir konnten nicht einfach so daneben sitzen und zugucken. Deshalb seid ihr ein grauer Wächter. Kommt, wir haben eine Verderbnis aufzuhalten. Okay, wie sie mich immer abwürgt. Da würde mich mal ganz kurz interessieren, was hat sie denn da jetzt dazu geschrieben? Liliana? Irgendwo? Charaktere? Sollte das nicht irgendwo hier... Wo ist denn Liliana eigentlich? Liliana. Okay, das mehr haben wir nicht. So... Aber wir sind rein theoretisch erstmal wieder am Folgenende angekommen. Es ist eine kurze Aufnahmesession, allerdings habe ich heute auch nicht so viel Zeit und ich hatte, wie gesagt, schon eine Aufnahmesession hinter mir. Und ich muss das Ganze ja auch noch schneiden und rendern und hochladen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, ciao!